Hi, in diesem Video reden wir über Oberfläche und den Umfang von Kreisen und Rechtecken. Oberfläche sagt man auch meistens nur Fläche zu. Okay, fangen wir mit einem Rechteck an. Das Rechteck hat die Seite A und die Seite B, wobei hier A und B jeweils gleich lang ist. Der Umfang berechnet sich wie folgt. Umfang ist das Ganze drumherum und das heißt, wir müssen a plus b rechnen. Dann sind wir hier und dann noch einmal plus a und noch einmal plus b. Das kann man noch ein bisschen kürzer schreiben. Der Umfang ist also gleich 2 mal a plus 2 mal b. Die Fläche eines Rechtecks, zur Fläche sagt man. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.